Herzlich willkommen. Mein Name ist Tristan und ich bin Teil der Paralightworks Filmgruppe. Unsere große Leidenschaft ist es, historische Kurzfilme und Serien zu produzieren. Wir drehen seit mittlerweile 4 Jahren die Serie Verstaubt sind die Gesichter. Mein Name ist Otto Degen. Nach einem Jahr an der Ostfront wurde ich mit meinem Kameraden Erich bei Kursk eingesetzt. Nach meiner Verwundung während eines Gefechts war ich auf Genesungsurlaub in der Heimat. Doch auch hier hatte der Krieg die Menschen verändert. Ich muss zurück zum Krankenhaus. Und so war ich froh, als ich wieder bei meiner Truppe sein konnte. Ach du? An der Front lernte ich auch den Feind kennen und stellte mir die Frage, warum wir überhaupt gegeneinander kämpfen mussten. Udaci. Viel Glück, Ivan. Auch für einen erfahrenen Soldaten kann die Angst vor dem Tod lähmend sein. Ich kenne das nicht, Herr Oberfeld. Denn an der Front ist der Tod allgegenwärtig. Doch Mut gibt es nur, wo die Angst überwunden wird. Ende des Jahres 1943 war an eine Niederlage noch nicht zu denken. Noch bissen sich die Russen an uns die Zähne aus. Unter meinen Kameraden fand ich neue Freunde, aber auch neue Feinde. Mitten im Krieg plagt uns der trüge Soldatenalltag. Er wechselt sich ab mit mörderischen Einsätzen, bei denen wir immer wieder Kameraden verlieren. Diese Willkür des Sterbens lässt bei jedem die Frage offen: Bin ich der Nächste? Anlass zum Sterben sollte es mehr und mehr geben. Als die Russen uns im Sommer 44 überrollten, retteten wir uns gerade noch nach Orscha. Nach tagelangen Kämpfen in der Stadt, auch Mann gegen Mann, erlebte ich, wie schrecklich dieser Krieg wirklich ist. Und was er aus mir gemacht hatte. Nur unsere Kameradschaft hielt die Einheit noch zusammen. Und doch Otto! Kann es jeden treffen. Alles wird gut. Du bist in der Heimat. Als ich erneut verwundet in die Heimat kam, merkte ich, dass der Krieg auch hier tobt. Meine Verlobte und ihre Familie sind bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen. Doch mein Kamerad Krüger, der mir das Leben gerettet hat, gab mir den Rat, weiterzuleben und das bisschen Leben, das wir haben, zu genießen. Nicht zu schnell? Während ich in der Heimat versuchte zu leben, ging das Sterben und das Kämpfen an der Front weiter. Doch auch das ist der Krieg. Das Leben auskosten und den Tod erleiden. Zurück an der Front musste ich nun Verantwortung übernehmen. Mit der Gruppe unter meinem Befehl. Also Männer, jetzt geht's! Ging es wieder in den Einsatz. Und wieder gegen Menschen, die auch nur für ihr Land kämpfen. Oder ums Überleben. Und wieder starben Freunde. Wie lange wird dieser Krieg noch dauern? Wer wird der Nächste sein, der fällt? Vielleicht ich? In den letzten Monaten haben uns hunderte E-Mails und tausende Kommentare erreicht und uns freut wirklich die große Nachfrage von euch an den Figuren. Und die Frage, die ihr uns gestellt habt, war jedes Mal, wie geht es weiter? Werden bestimmte Charaktere überleben? Kommen noch Folgen von Verstaubt sind die Gesichter? Aufgrund dieses wirklich großen Interesses haben wir uns jetzt entschieden, 2 weitere Folgen Verstaubt sind die Gesichter zu drehen. An dieser Stelle brauchen wir eure Hilfe. Für die nächsten 2 Folgen wollen wir den Produktionsaufwand erhöhen. Doch das werden wir aus eigenen Mitteln nicht mehr stemmen können. Wenn dich die Geschichte von Otto Degen und seinen Kameraden interessiert, dann schau doch sehr gern bei unserer Startnext-Kampagne vorbei. Aber was haben wir eigentlich geplant? Nach der 10. Folge wird Ottos Einheit in die Heimat verlegt. Die in den Kämpfen zerschlagene Division soll als Volksgrenadierdivision wieder aufgestellt werden.
Als erfahrener Ostfrontkämpfer muss Otto nun mehr Verantwortung übernehmen und seiner Führungsrolle gerecht werden. Im Oktober 1944, Ottos Einheit wird gerade noch aufgestellt, wird auch die Lage an der Westfront prekär. Die Amerikaner sind in Aachen eingedrungen und die Heeresführung muss sämtliche Reserven in den Kampf werfen, darunter auch Ottos Division. Die Männer der 2. Kompanie sollen ein bewaldetes Gebiet südlich von Aachen verteidigen. Den Hürtgenwald. Wenn dich diese Geschichte interessiert, dann hilf uns bei unserem Projekt und unterstütze uns gerne bei der Umsetzung. Wir hoffen, dass wir dann auch bald mit der Produktion beginnen können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.